Hallo und herzlich willkommen. Heute befinden wir uns einmal im Kopfrechnen und zwar möchte ich gerne ein wenig euer Gehirn trainieren und ein wenig Jogging betreiben. Und ihr dürft jetzt gerne euch einmal die Aufgaben anschauen und dann gerne einmal Stopp drücken und die Aufgaben gerne selber rechnen. Und wenn ihr gleich dann weiterklickt, dann rechne ich für euch die Aufgabe einmal oder die Aufgaben einmal zur Kontrolle. Und das soll jetzt auch schon losgehen. Wir haben als erstes hier eine Multiplikation, 14 mal 3. Das könnt ihr sicherlich vielleicht sogar auch im Kopf. Aber auch hier möchte ich einmal eben das Rechengesetz anwenden, wie ich schriftlich in dem Sinne multipliziere, also mal rechne. 3 mal 4 macht 12, merke 1. Und 1 mal 3 ist 3, plus 1 macht 4. Unser Ergebnis ist somit dann 42. Machen wir das weiter. Hier geht es um eine Division und zwar um eine schriftliche Division. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir das Ganze hier auflösen können. Wir überlegen, wie oft passt die 5 wohl in die 56 rein. Und wir wissen, dass 55 da ein Vielfaches ist und da die 5 11-mal reinpasst. Denn 11 mal 5 ist 55. Eine Differenz haben wir von 1. Da wir hier keine Zahl mehr haben, ziehen wir uns als dem dann eine 0 herunter und setzen hier 0, ein Komma. 10 durch 5 macht 2, denn 2 mal 5 ist 10. Und damit haben wir auch die nächste Aufgabe schon erledigt. Schriftliche Subtraktion. Wir überlegen uns nun als nächstes, wie viel fehlen Zahlen von der 8 bis zur 12? Von der 8 bis zur 12 fehlen insgesamt 4. Da wir den Zehnerübergang haben, merken wir uns eine 1. Das heißt, von der 6 bis zur 10 fehlen in dem Fall auch wieder 4 und damit haben wir auch schon wieder unsere Aufgabe gelöst. Schauen wir uns jetzt die Bruchrechnung einmal an und bei der Addition von Brüchen brauchen wir zunächst erstmal einen gemeinsamen Nenner. Und ihr müsstet überlegen, was wäre hier der kleinste gemeinsame Nenner für 8 und 5. Wenn ihr da gar keinen findet, könnt ihr natürlich auch einfach 5 mal 8 rechnen. Und dann kommt er auf 40. Und nun muss ich überlegen, wie oft passt die 5 in die 40? In dem Fall, indem ich das mal 8 rechne. Und wie oft passt die 8 in die 40, indem ich es mal 5 rechne? Das habt ihr hier gerade auch gemacht. Und genauso rechnet man das hier oben auch. Das heißt also, ich multipliziere die 4 mal 8, macht 32. Und ich multipliziere die 3, im Fall mal 5. 3 mal 5 macht 15. Und nun kann ich das Ganze einmal zusammenrechnen. 32 plus 15 macht 47. Und unten im Nenner haben wir noch 40. Und hier haben wir als solches einen unechten Bruch, da der Nenner kleiner ist als der Zähler. Und somit müssen wir das Ganze umwandeln. Das heißt also, 40 Teile von 40 wären ein Ganzes und wir haben einen Rest von 7. Das heißt also 7 Vierzigstel. Wenn ihr da noch kürzen könnt, kann man natürlich noch kürzen. In dem Fall ist es hier nicht möglich und damit habt ihr auch die nächste Aufgabe schon gerechnet. Und jetzt müssen wir uns überlegen noch, wie wir das umformen. Wir wollen von Zentimeter in Millimeter und die Einheit wird also kleiner, also wird die Zahl größer. Umrechnungsfaktor ist 10. Das heißt also mal 10. Und ihr macht nichts anderes, als dass ihr das Komma um eine Stelle verschiebt und somit dann 246 mm rausbekommt. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben hier lassen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.